All diesen Tutorial weisen sich wie in größeren Dateien, zum Beispiel mit Audio-Fischen dran oder Video-Fischen, kann delen über den Office 365. Das ist am Anfang nicht ganz schwer. Es loggen sich also erst beim Office 365 an. Dann guckt ihr, dass ihr eine Datei findet, die einem natürlich gehört, nicht eine, die ihr selber gedealt habt, nur wie die heute, über die Information. Und da gehe ich auf den Link teilen. Also muss ich erstellen. Entweder ich gehe die E-Mail-Datei schon überall an. Wenn ich aber nur will, zum Beispiel mit älteren Teilen oder mit Personen außerhalb von Enseignement, da suche ich jeder mit dem Link. Dann muss ich weiter raufgehen und kann ich ein Datum festsetzen. Ich kann auch ein Kennwort festsetzen. Wenn ich will, dass die anderen Leute das bearbeiten können, dann mache ich Bearbeitung zulassen. Wenn nicht, geht jeder mit dem Link durch, dann übernehmen. Aber wenn ich nur hier auf den Link klicken, Link kopieren, da kriege ich den Link, den ich nur kann share, wie ich will. Das kann per E-Mail sein, das kann per Nachricht, per SMS oder so sehen. Sie kriegen dann Zugriff auf die Datei und können dann noch alle Audiodateien oder alles, was sonst noch anderes können sie benutzen. Das war doch schon so, merci.